mitten in der Nacht. Gute Uhrzeit, um hier nochmal zu starten auf den Saibling. Also ab ins Boot und direkt zum Spot. Und ab geht es. Also, ich bretter nochmal zu dem zuletzt getesteten Spot. Funktioniert immer noch. Heute allerdings etwas anders. Heute gehen wir da mit Blinker dran. Yo Panda hatte da was gepostet im Discord und hat da an einem Tag schön zwei Trophies rausgezogen. Absoluter Hammer. Und auch recht selten, kann man auch nicht anders sagen. Also zum einen der Fisch und zum anderen, dass das funktioniert hier mit Blinker. Also testen wir das hier heute mal auf dem Blinker, den Saibling. Und ja, nicht wie sonst mit der Jig-Montage. Bedeutet also mit Texas Rig, normaler Jig-Montage oder Carolina Rig. Also heute einfach hier mit dem Blech relativ simpel am Kuori. Also erstmal hier hinbrettern. Wir haben hier ungefähr schon gleich den Campingplatz. Jawohl, da vorne leuchtet es. Dann gucken wir mal kurz auf die Map. Und das sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Wir brettern mal so hier ungefähr hin. Also mal ein bisschen einlenken. Und dann bis da vorne hin. So, passt das hier ungefähr? Ein bisschen weiter noch. So. Das ist schon zu weit. Also ich fahre nochmal ein Stückchen zurück. Gucken wir mal, dass wir hier... Ja, ich glaube, das ist hier eine ganz gute Position. Und dann werfe ich gleich hier nicht direkt in das ganz Tiefe, sondern hier so entlang. Entlang dieser Kante quasi, ne? Das ist doch gerade ganz gut hier. Ach, 86, 88 so ungefähr in dem Bereich. Ganz grob, so super im Detail muss das ja nicht sein. So, erstmal wieder hinstellen. Und dann rüsten wir unser Setup aus. Mit welchem Blinker? Mit welchem Blinker habe ich den Kescher hier rausgeholt? Ist jetzt alles schon ein bisschen länger her. Aber ich guck mal eben nach den Bachsaiblingen. Und so sieht es aus. Bis 3,8 Kilo. Wie gesagt, alles hier schon im Laufe des Tages. Immer mal wieder kurz hier probiert. Heute ist ja frei, ne? Deswegen immer mal so, wenn ich ein paar Minuten Zeit hatte, noch mal ein bisschen hier gerade probiert, ob das denn läuft. Und ja, den ganzen Tag über zu unterschiedlichen Uhrzeiten und zu unterschiedlichen Wettern. Jetzt müssen wir mal eben gucken, was haben wir denn gleich? Es geht bald rüber ins Regenwetter. Okay, relativ warm sogar heute. Ja, und dann einfach so in diese Richtung gucken hier und raus damit. Ich war zuletzt hier mit ungefähr Tempo 30 drin. Absinken lassen das Ganze. Ich mache die Bremse ein bisschen lockerer, denn ja, wer weiß, was da alles reingeht. Und ich hatte schon so ein paar Bisse da drauf. Die haben gezogen, da war die Bremse relativ hoch und es hat nicht direkt richtig gut gehakt. Das heißt, erstmal den Fisch so ein bisschen abziehen lassen, dann in die Bremse gehen. Und dann hängt er auch dran. So, eine halbe Drehung gemacht. Jetzt sieht man schon, die Schnur ist wieder straff. Und dann gehen wir jetzt hier schön in den Jig. Ich gehe auch noch mal ein bisschen weiter runter. Eine Umdrehung. Und da müsste dann jetzt auch gleich die Jig-Führung hier unten erscheinen. Und da ist sie auch schon. Und dann gehen wir hier jetzt schön locker flockig in die Jig-Führung. Das Ganze mit den Sotori 22 mit einem wirklich großen Köder. Ein wirklich großer Köder, der gerne ja auch am Yama funktioniert. Der am Yama lange Zeit Nummer 1 Köder war für große Könige und weiß der Geier was. Oder immer noch ein Top-Köder ist am Yama. Also das Teil eben auch hier auf Jig-Führung. Locker flockig über den Grund gejiggt, da wo sich die Saiblinge aufhalten. Und da hoffe ich jetzt natürlich auch noch
auf die Trophy. Das wäre ja der Oberhammer. Seit ein paar Tagen läuft das ja hier ganz gut. Ich, wie gesagt, das letzte Video ist ja auch gar nicht so lange her von genau dieser Stelle hier. Und ja, ich bin gespannt, wie das jetzt gerade hier in den Morgenstunden ist. Yo Panda hatte hier seine zweite Trophy. Ich glaube, so, was hat er geschrieben? So um die 7 Uhr. Also ruhig in den Morgenstunden. Und ja, ich hatte auch tatsächlich besseres Ergebnis. Auch eher morgens. Also da ging tatsächlich ein bisschen mehr hier auch dann am Koori. Vielleicht liegt es dann auch an den Temperaturen. Wir haben jetzt gerade hier um die 6 Grad. Super kühl. Die letzten Tage war es ja sensationell. Sensationell. Wir hatten ja hier im Stream auch einen Wettangeln abgefahren, was da reingeballert ist. Kuorskis. Mehrere über 10 Kilo. Also richtig gut. Mehrere Seewarn-Trophies sind reingegangen. Seefo-Trophies. Also es war richtig, richtig wildes Turnier. Richtig gut. Aber es waren eben auch, es war quasi die ganze Woche alles unter 10 Grad. Eher so zwischen 5 und 6 Grad. Richtig, richtig kühl. Perfektes Wetter für ein Koori. Für mich ist ja eigentlich die Regel, so bis 11 Grad gehe ich hier hin. Wenn das schon über 11 Grad ist, habe ich schon eigentlich keinen Bock drauf, hier extra hinzudüsen, weil es in der Regel schwierig ist, dann was zu fangen. Aber ich muss sagen, jetzt hier fürs Saiblingsangeln, so auf Grund gejiggt, ist es dann ja schon wieder ein bisschen was anderes. Also relativ langsam bin ich hier unterwegs. Tempo 30, jetzt muss ich bloß nochmal eben gucken, wie und wo, ob ich jetzt weit genug werfe oder ob ich vielleicht noch ein bisschen weiter rauswerfen muss. Hier ballern schon wieder die Trophys rein vom Bernsteinsee. Unnormal, was da auch zurzeit wieder abgeht. Am Berni ballert's rein auf, gegenüber vom Einsatzspot auf 83. Heftig. Trophy-Karpfen ohne Ende. So. Aber die reizen mich gerade nicht so sehr wie die Chance auf die Bach-Saiblings-Trophy. Das wäre der Oberhammer. Erste Mal. Die Bach-Saiblings-Trophy wäre halt richtig, richtig gut. So, jetzt zweimal geworfen, zweimal nix. Perfekt, so soll das sein. Jetzt werfe ich nochmal ein bisschen weiter. Ja, ich glaube, das passt schon eher. Dass ich dann auch wirklich so hier in diesem Bereich lande, parallel zu diesen tiefen Löchern. Da hatte ich dann auch im klassischen Jig-Video mit den Jig-Montagen hatte ich da auch gut hingeworfen, also nicht direkt rein in das Tiefe, sondern an der Kante entlang sozusagen. Und auch das hat super funktioniert. Gucken wir mal, ob die da jetzt stehen. 4, 5 Uhr morgens haben wir gerade. Also auch hier jetzt eigentlich richtig gute von der Uhrzeit. Müsste dann also jetzt, ich sag mal, spätestens so gegen 6 Uhr merkt man ja nochmal so einen kleinen Schub, dass da vielleicht nochmal ein bisschen mehr reingeht. Ja, im Großen und Ganzen, vom Haken her, gucken wir gleich auch nochmal. Er hatte geschrieben, dass er mit einem Puschelhaken unterwegs ist. Ich hatte hier einen normalen Haken drauf. Hab den auch noch so dran gelassen, also ohne Puschel. Und muss sagen, bin damit auch sehr zufrieden. Auch das funktioniert richtig gut. Das müsste jetzt hier ein Saibling sein. Erkennt man immer ganz gut, auch an diesem aggressiven Anschlag. Wenn die halt so aggressiv reingehen. Rabams. Erster schöner Brocken mit 1,1 Kilo ist doch schon ganz okay. Also ein bisschen weiter werfen hier. So. Und dann haben wir hier auch die Chance richtig schön entlang. Vielleicht kann ich auch ein bisschen weiter vor, dass wir dann hier an den beiden Löchern vorbeiziehen. Vielleicht gar nicht so schlecht. Da muss man gar nicht so weit hier hinten stehen. So. Ist natürlich immer ein bisschen, muss man immer ein bisschen im Blick halten, woher der Wind kommt. Vorhin war gar kein Wind, jetzt werde ich so ein bisschen abgetrieben. Ne. Wonny lässt erstmal seinen Follow da, Wonny Aldenbänger. So oft schon gesehen im Stream. Und jetzt erstmal reingefollowt, danke dir. Zack, irgendwas Lüttes. So, komm ran da. Kleine Barsche und Co. gehen natürlich auch rein. Guck mal, hier sind die normalen Seesaiblinge. Seesaibling normal als Trophy, auch das fehlt mir.
Von daher bin ich da auch ganz zufrieden, wenn hier Seesaiblinge reingehen. Vom Setup her bin ich relativ groß unterwegs, 19 Kilo. Normalerweise bin ich hier feiner unterwegs, aber ich habe ein bisschen Schiss mit der Hechte. Es waren auch schon einige Hechte dran in der Zeit. Ist jetzt ja quasi das dritte Ticket, was ich hier jetzt gerade verwende. Und ja, es sind wie gesagt einige Hechte reingegangen. Ich glaube, der größte war so um die 4, noch was vom Gewicht. Und ja, da wird es dann eben auch eng, wenn man da vielleicht nur mit 9 Kilo unterwegs ist. Das könnte dann durchgebissen werden. Heißt also vielleicht so bis so ein 12 Kilo Vorfach. Weißt du was, wir testen das einfach mal. Ich geh mal hier auf so ein 12 Kilo Vorfach, 12,7. Ballern wir das mal rein. Und dann gucken wir mal, ob das wirkt. Bremse natürlich wieder runter machen. Und da geht schon was rein. Das ist natürlich ein Punkt, den hat man bei den Gummi-Jig-Führungen so gut wie gar nicht. Äußerst selten mal, dass im Absinken schon direkt da irgendwas einschlägt auf dem Gummi. Passiert, aber wie gesagt, äußerst selten. Das ist natürlich mit dem Blinker hier deutlich häufiger. Gerade beim Absinken, in dieser Absinkphase, dass dann da was reingeht. Aber auch die schmecken. Und ich kann sagen, kohlemäßig, auch da ist das gar nicht so schlecht hier mit dem Blinker. Ich gucke mir das gleich nochmal an, ob ich hier so den ersten Kescher nochmal selektioniert kriege. Dann gucken wir das später gleich nochmal rein beim Fischmarkt, wie das denn so war. Aber auch da, wie gesagt, kohlemäßig war es gar nicht so schlecht. Wobei ich sagen muss, es ist für mich nicht wirklich interessant, gerade im Moment von der Kohle. Für mich ist nur interessant, diesen Fisch abzuschließen. Endlich den... Zack. Oha. Und das, genau das meine ich. Genau das meine ich. Und wieder weg. Dicker, fetter Brocken und doch nicht gehakt, Alter. Ob ich doch nochmal den Haken... Berserk Hook Rage, ja, ich ändere den Haken. Ich ändere den Haken. Dritte Mal bestimmt schon. Dritte Mal. Jetzt war es sogar richtig heftig. Ei, 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 ei. Okay, ich glaube, ich habe noch einen anderen Sutori 22. Hier ist die ganze Serie. Hier ist er. 4-0 ist mir allerdings zu groß. 4-0er Haken ist komplett übertrieben. Etalon. Habe ich noch einen anderen Etalon rumliegen? Habe ich nicht. 1er Haken, 2-0er Haken, 1-0er. Ich muss mal eben einen Haken lösen. Nehmen wir mal hier, was haben wir denn? Auf den Balsaminos. Oder nehmen wir den mal hier. 1-0er mit Puschel. Den machen wir da jetzt drauf. Sutori 22. Und der ist es. Und da kommt jetzt der 1-0er. Genau, da ist er mit Puschel dran. Ja, das reicht von der Größe. Ist, glaube ich, für den Fisch auch ganz ausreichend. Und dann ändern wir den eben jetzt hier ab. So, jetzt ist das Teil dran. Und damit das Ganze hier nochmal, das Spielchen. Nochmal raus damit. Und jetzt hoffen, dass es nochmal reinballert. Ich lasse die Bremse wieder locker. Wenn das gleich nochmal passiert, ich lasse auch nochmal ein bisschen mehr Zeit dem Fisch und dann erst rein in die Bremse. Gucken wir mal, ob das geht. So, absinken lassen. Und jetzt wieder rein hier. Also diese Bisse sind einfach der Hammer. Die sind einfach der Hammer. Aber es ballern die auch immer mal wieder oder sie ruppen sich selbst wieder ab. Da schlägt rein, monstermäßig, flupp, und danach durch den Gummieffekt, das könnte es sein. Vielleicht durch den Gummieffekt irgendwie hakt es nicht. Und das werde ich jetzt nochmal ändern. Ich bin ja hier mit Mono unterwegs und das ändere ich jetzt gerade mal. Ich gehe auf hier, nehmen wir mal 15 Kilo. So, auf Braid. Das ist ja der Oberhammer. Das ist ja der Oberhammer. Ich wollte jetzt schön hier auf entspannt mit der Monoschnur, wenig Verschleiß und, oh, da ist schon was dran. Und einfach hier locker durchziehen. Momentan erschwerte Bedingungen. Der Wind dreht, der Wind ist ziemlich stark gerade. Ja, ich treibe auch schon richtig weg hier.
Ein bisschen erschwerte Bedingungen gerade. Vorhin war alles schön windstill. Da sieht man nicht mal den Punkt da unten auf der Windrose, auf dem Kompass. Aber das ist ja der Hammer. Jetzt teste ich das nochmal ein bisschen hier mit geflochtener Schnur, ob das dann vielleicht ein bisschen besser hakt. Denn wie gesagt, dieser Gummieffekt, also die ballern ja eh so stark rein. Und dann lässt das ganz mächtig nach. Und ich hatte jetzt schon mehrfach wieder heftigen Einstieg und danach mit lockerer Bremse. Und danach war er einfach wieder weg, der Fisch. Ganz eigenartig gerade. Jetzt irgendwas Kleines wieder. Ich teste noch ein bisschen. Zack. Na, guck mal. Nicht so ein dolles Hin- und Her-Geflippe. Hart rein, aber nicht so doll hin und her. Okay, das werde ich auf jeden Fall berücksichtigen. Demnächst weniger mit Mono oder so hier dann auf Saiblinge. Wobei ich sagen muss, beim Schleppen, ja gut, da ging es nicht auf Saiblinge, ne? Aber beim Schleppen war es auch gar nicht so schlecht, wenn dann so die harten Kopfschläge gut abgefedert werden konnten, war das gar nicht so schlecht. Ja, und auch das ist gerade kein Saibling. Das heißt, auch hier weiter testen und auf den dicken Saiblingsbiss warten. Ja, zack, und da ist der nächste tatsächlich hier auch nochmal auf dem anderen Sotori 22006, der auch sehr, ja, ich sag mal, saiblingsartig aussieht. Auch der scheint zu funktionieren. Was ich jetzt natürlich schon die ganze Zeit überlege, welche könnten noch alles funktionieren? Geht vielleicht noch der grüne? Gehen vielleicht noch ganz andere Formen, dass man hier vielleicht ein bisschen schlankere, länglichere Blinker noch testet und probiert? Also ganz, ganz viele Möglichkeiten hier noch den Spot weiter ausgiebig zu testen. Was halt sensationell ist, was wirklich gut ist, dass es überhaupt mit dem Blinker funktioniert. Das heißt, man kann schon auch im Low- und Mid-Level-Bereich sich hier sofort hinstellen. Blinker hat man relativ schnell freigeschaltet und es probieren. Dazu kommt, dass man eben auch hier dann mit einer Route dann halt, ne, am Anfang hat man halt nicht so viel, aber man hat halt vielleicht eine Route, vielleicht sogar mit dem Belaya-Setup, dass man dann mit diesem Setup sich hier hinstellt und dann hier versucht, einfach durchzublinkern. Ich teste noch weiter und probiere noch verschiedene andere Köder auf jeden Fall aus. Wenn du irgendwas rausgefunden hast, gerne auch unten in die Kommentare reinschreiben, welcher Köder für dich am besten funktioniert hat. Ja, das ist so, ich würde sagen, das A und O erstmal für den Spot. Geile Idee auf jeden Fall hier mit dem Blinker das zu testen. Funktioniert echt gut. Und jetzt bretter ich aber gleich nochmal eben zum Shop. Ich will wissen, was das denn so kohlemäßig gebracht hat. So, das Bootsticket ist durch. Ich schaue nochmal natürlich kurz rein hier nach Barsch und Co. Die reichen nicht. Da haben wir 6 Stück. Die kleinen, ja, ich glaube, die können wir mal eben machen. Auch 6 Stück. Naja, immerhin 11 Tacken. Dann haben wir hier 4-mal die Sefo. 1, 2, 3, 4 haben wir auch nochmal. Dann haben wir das zumindest schon mal erledigt hier. Und die ersten 70, ja, sagen wir mal 80 Silber schon im Sack. Und dann schauen wir mal eben rein, was denn das Ganze hier so gebracht hat. Also, die schönsten Brocken natürlich hier. Die schönsten Brocken allerdings auch, ihr seht es hier von den Zeiten, immer mal wieder den ganzen Tag über. Das sind jetzt, sagen wir mal so 2,5 Bootstickets. Immer mal wieder so ein bisschen getestet. Also man kann deutlich mehr hier natürlich noch rausziehen. Ich habe gerade sehr viel rumprobiert. Ich habe auch sehr viel mit den Hakengrößen probiert, weil ich den Eindruck hatte, auf dem 1er oder 1,0er Haken war es ein bisschen klein. Allerdings waren dann auf dem 2,0er Haken hauptsächlich die Saiblinge dran, was kohlemäßig nicht so schlecht ist, aber für den Zielfisch dann doch eher kontraproduktiv. Und ich gucke gerade noch mal eben kurz rein in den Kescher, wenn wir hier mal jetzt nur nach den Bach-Saibling schauen.
der war drauf auf dem Sotori 22003. Also auf den besagten, wo eben auch die Trophies draufgegangen sind. Ja, im Großen und Ganzen, nichtsdestotrotz bin ich ganz zufrieden damit. Kann man machen, 600 Tacken, ja, klar, geht natürlich immer mehr, aber wie gesagt, mir kommt es auf den Fisch an. Und im Großen und Ganzen, ja, ne, auch mitgenommen, warum auch nicht. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, gerne unten reinschreiben, welcher Köder bei dir am besten funktioniert hat. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.